Alle drei und renn weg. Das ist auch... Das ist eine sehr gute Idee. Alle drei und ganz schnell rennen. Okay, aber bisher sind die meisten für Frostedie. Dann nehmen wir das, würde ich sagen, oder? Ich habe auch noch die vierte Wahl, stimmt. Wir wissen aber nicht, was das ist. Ich könnte mal speichern, ob das wirklich Evoli ist. Ich kann auch V drücken, stimmt. So. Kann ich einfach Evoli nehmen? Das ist auch wild. Hä, das wird nicht ausgewechselt? Aber guck mal, das hat aber einen süßen Sprite. Also, Evoli, Frostedie oder Staraptor? Ich glaube, wir sind immer noch für Frostedie, oder? Das wäre schon cool. Hatte ich auch noch nicht im Team, glaube ich. Könnte auch Delta-Variante sein. Stimmt. Wir nehmen das. Wir gucken uns das mal an. Gut, ihr seid auch zum größten Teil dafür. Ein Spitznamen. Wir wissen immer noch nicht, was es ist. Es ist überraschenderweise weiblich. Wir nennen das Baloo, weil mein Starter immer... Oh, guckt mal, wie fein das ist. Aber es scheint nicht die Delta-Variante zu sein. Miri, ich denke, du hast recht. Ich nehme ein Delta-Pokémon, so wie du. Das ist eine Lüge. Ich hatte auch keins. Hey Miri, bevor wir in den Schattenwald gehen, wie wär's mit einem Kampf? Es wird der perfekte Zeitpunkt sein, um unsere Pokémon zu testen. Los geht's! Okay. Ich bin gespannt. Damien! Hä, das war nicht das Pokémon, das ausgewählt... Er hat einfach eigene Randomizer-Pokémon gekriegt. So, was haben wir hier? Oh, wir haben schon richtig gute Attacken. Okay, okay, okay. Gut, dass er einfach ein anderes Pokémon bekommt. Das gefällt mir. Er hat seine eigenen Randomized Pokémon bekommen. Das Problem ist, er hat damit ein Pokémon, das nicht so viel tun kann gegen meinen Geist. Das ist sehr traurig. Level up! Frostedia als Starter ist auch mal cool. Wow, du bist ein toller Kämpfer. Vielleicht könntest du eines Tages gegen die Arenen kämpfen. Okay, Miri, hier ist der Deal. Oh, warte, ich hätte doch vorhin Mara ein Leckerli. Oh nein, es tut mir leid, ich habe ganz vergessen, Mara ihr Leckerli zu geben. Wir waren da ganz am Anfang. So, jetzt aber. Hier, los, du bekommst ein Leckerli. Sie ermordet das Snomtara. Habt ihr das gesehen? Brutal. Oha. Saskia, ich hab's gerade gemerkt. So. So, wir gehen dann mal in den Schattenwald. Am nördlichen Ende des Waldes ist eine große Höhle und da drin ist ein seltener Stein, nach dem wir suchen. Ich treffe dich da, okay? Hui! Und weg ist er. Miri, können wir kurz reden? Damien ist gegangen, bevor ich ihm eins geben konnte, aber nimm das. Bekomme ich auch Pokebälle? Ich möchte ganz dringend Serapentra fangen, okay? Aha, aha. Pokémon-Index. Okay, wir sammeln damit Daten. Das ist überraschend. Mhm. Gut, auf geht's zum Abenteuer. Geht zur Telnor-Höhle und sei vorsichtig und viel Glück. Hallo, Bluey. Gucken wir mal, was Bluey für Werte hat. Eis und Geist, ja, ganz normal. Ja gut, Verteidigung hat das Ding sowieso nicht so krasse. Das ist schon okay. Oh, Bluey hat ein Item gefunden und es dann wieder fallen lassen. Oh nein, das ist ein typischer Baloo. Wir machen mal wieder normale Geschwindigkeit, so. Komm, Baloo. Baloo ist so hilfreich, nicht. Baloo ist immer 17 Mal unfähiger als Miri. Hm, das geht besser, das geht besser. Ich habe keine Pokebälle bekommen, oder? Traurige Geschichte. Und Teufel. Baloo ist 99 Mal unfähiger. Nein, gut, das ist doch schon mal was. Ich glaube nicht, dass ich Pokebälle jetzt schon bekomme. So. Na gut, dann gucken wir mal nach unserem Freund. Oh, hier ist ein Pokémon-Center. Vielleicht kann ich doch. Ist da ein Markt mit drin? Guten Tag. Darf ich legal schon Pokebälle kaufen? Ich habe nicht viel Geld. Baloo ist ein Fluch und Segen. Ja. Baloo ist... Oh, ich habe ein Item für dich. Oh. Ups. Sehr hilfreich, sehr hilfreich. Kann ich nur empfehlen, ein Baloo zu haben. So, ich hoffe mal, dass Serapentra war nicht ein Einzelding. Warum steht da ein Pikachu?
Wir speichern nochmal. Mirioha und Nato, herzlich willkommen. So. Hier war noch vorhin feines Milza und feines Serapendra. Ich möchte bitte feines Serapendra, okay? Nein, das ist nicht feines Serapendra. Komm schon. Wahrscheinlich gab es davon nur einer. Du bist nicht feines Serapendra. Nein, Palkia, nein, danke. Palkia, nein. Nein, Regigigas. Ich möchte nur Serapendra. Ich möchte nicht Regigigas oder Palkia. Kann ich bitte normale Pokémon haben? Ließe sich das einrichten. Nein, Palkia! Kst. Kst. Geh bitte! Auf Wiedersehen! Ich möchte keine Legendären. Nein, das ist auch nicht das, was ich will. Aber wir können das mal besiegen für ein paar XP. Natürlich hat es überlebt. Palkia ist das Speedizer der Route. Ja, ich fürchte irgendwie auch. Wo sind mein Serapendra und mein Milza? Tauchen die nie wieder auf? Habe ich die jetzt einmal gesehen und dann nie wieder? Das ist eine fiese Geschichte. Oh. Das ist fies. Ich werde nie wieder Serapendra sehen. Nie wieder. Es ist, läuft, Safkon. Wir haben auf dieser Route also Palkia, Regigigas und Safkon. Eine gute Route. Kann ich nur empfehlen. Würde ich auch lang gehen. Okay. Mhm. Aber schön zum Leveln ist es hier. Oh, wow. Das macht weniger Schaden, als ich gehofft hatte. Na gut, dann flüchten wir. Ich habe keine Lust, so lang an dir rumzumachen. Ich meine, viermal angreifen, das ist schon echt oft. Wir machen mal die Geschwindigkeit wieder normal. Guten Tag, der Herr. Der Wald ist ein bisschen gefährlich. Solltest du nicht nach Hause gehen? Sagt er und greift mich an. Ah ja. Oh, gutes Pokémon. Okay. Ja, das ist jetzt so ein Problem, weil ich bin nicht sehr effektiv. Er ist aber sehr effektiv. Also, nee, er ist normal effektiv, nicht sehr effektiv. Das ist fies. Toll. Okay, Level up. Sehr schön. Max, danke schön. Max, dank dir müssen wir direkt zum Heil zurückgehen. Turakrok. Turakrok ist cool. Aber ich glaube, mit 10 Pokébällen bin ich da halt echt schlecht beraten, um einen Starter zu fangen. Da fangen wir eher das Serapendra, das ich nie wieder gesehen habe. Wahrscheinlich gab es sie nur das eine Mal, als wir da wegen der Story aus der Höhle sind und jetzt nie wieder. Das würde ich dem Spiel zutrauen. Das ist fies. Hey. Hi. Es gibt viele verschiedene Typen von Pokémon. Meine Liebsten sind Käfer-Pokémon. Ich bin enttäuscht, wenn du jetzt keinen Käfer hast, ne? Das ist kein Käfer-Pokémon. Vielleicht hast du nicht richtig hingeguckt. Aber das ist kein Käfer. Also so gar nicht. Tschüss. Wir leveln gut, würde ich sagen. Es läuft. Kein Serapendra für Miri. Fies. Serapendra. Sieht wild aus. Oh. Okay, ist das Fee? Ich würde sagen, wir fangen das, weil das lustig ist. Guck mal, das passt doch vom Aussehen her, passt das doch perfekt farblich in so einen Premierball. Es hat aber keine Lust. Vielleicht soll ich Quicksave machen. Nee, ich kann im Kampf nicht Quicksaven, so wie das aussieht. Ah,
wir haben es gefangen, Leute. Unser erstes Pokémon. Möchte jemand dieses niedliche Ding sein? Es ist Fee und normal. Okay. Es riecht sehr süß. Cool. Und man soll sofort probieren, wie es schmeckt. Okay, Saskia möchte das sein. Saskia möchte... Was auch immer. Sahne sein. Ich glaube, Sahne ist das mit so einer Kirsche drauf. So, cool. Er ist das Teammitglied. Es sieht sehr fein aus. Guckt es euch an. Es hat ein Item dabei. Green Shard. Was machst du denn damit, Saskia? Mit dem Ding? Mit dem grünen Teil? Oh, guck mal, das kann Geist-Pokémon angreifen. Wild. Okay, okay. Ich bin schon wieder so schnell. Da wollen wir ja nicht die ganze Zeit sein, so flott. Alle sagen mir immer, dass der Wald so gefährlich ist und im nächsten Moment greifen sie mich an. Das finde ich schon schwierig. Oh, oh, Vogel. Ich habe schlechte Nachrichten. So ein Eis-Pokémon ist schon OP. Ich habe das Gefühl, ich bin sehr OP unterwegs. Tschüss. Das Schöne ist, man sieht dadurch die Delta-Pokémon viel mehr, als man sie sonst sieht. Sonst hast du die Delta-Pokémon so selten gesehen. Ist schon lustig. Schon sehr lustig. Nein. Hallo. Bist du bereit zu verlieren? Ich habe keine Gnade mit dir. Oh, oh je. Dagegen kann ich halt gar nichts machen. Also, ich kann schon was machen, aber es bringt halt nicht so viel. Leider. Wow, ich mache ihm gar keinen Schaden. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich werde einfach direkt K.O. gehen. In den ersten 5 Sekunden. Traurige Geschichte. Oh ja, du hast eine Fee. Oh, Saskia. Oh. Ja gut, dann trinken wir mal was. Traurige Geschichte. Aber gegen das Enteron mit nur Eisattacken ist halt schwierig, ne? Da kann man schlecht was machen. Guten Tag. Dankeschön. Hm. Balui, das war jetzt nicht so gut. Das geht auch besser. Das müssen wir nochmal üben. Komm schon, Serapentra. Oder Kyurem? Laden sich die Pokémon jedes Mal neu, die es auf der Route gibt, wenn ich die Route neu betrete? Ich habe gar keine Ahnung. Es kommt mir ein bisschen so vor. Vielleicht sollten wir mal Saskia ein bisschen trainieren. Guck mal. Oh. Ah. Ein Eisweilmer. Das ist auch interessant. Kann ich dem irgendwie Schaden machen? Oh. Huch, das war mehr als gedacht. Krass. Gut, wo müssen wir hin? Weitere Trainer besiegen müssen wir erstmal. Das ist wichtig. Oh, Bibor. Okay. Wir wechseln mal auf Blaudi. Der macht das. Oder auch nicht. Doch, Balou macht das. Easy, Balui. Balui, das geht besser. Oh, hast du es on? Nein, warte, was? Das ist anders als sonst. Irgendwas war an ihm anders. Ich weiß es aber nicht. Es war irgendwie grüner als sonst. Das Traurige ist, jetzt hat Saskia gar keine XP bekommen. Weil der Trollo meint, er müsse auswechseln. Das ist schon fies. Das ist schon sehr fies. Da. Jetzt aber. Das war's dann auch mit auswechseln. No. Also gar nicht getroffen. Weil ich bin ein Geist. Das ist eine traurige Geschichte. Level 7. So. So macht man das mit dem Level. So will ich das sehen. Ja, der Baumfrosch. Das war ein Baumfrosch. Stimmt. Sehr cool jedenfalls. Und? Ein Gardevoir Need. Sehr gut. Bücherwurm, Mirio und herzlich willkommen. Ein feines Flemli. Guck mal, kannst du gegen feines Flemli kämpfen? Oh, kannst du nicht. Okay.
Guck mal, Pfund. Ja, ja. Komm schon, mach das Flammy weg. Wenn es jetzt mit einem KP überlebt hätte, hätte ich es gefangen. Wobei, es hat nicht Temposchub. Ich will nur Flammys mit Temposchub. Ah, Pelipa. Niemand mag Pelipa. Die setzt nämlich die ganze Zeit Schutzschild ein und nerven. Ein frisches Wasser. Sehr schön. Oh. Oh, bist du nicht die mit dem Entoron? Nein. Huh? Was ist das? Wie viele Delta-Pokémon gibt es eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich habe keine Ahnung. So, wir haben gewonnen. Gut gemacht, Saskia. Sehr fein besiegt. Guck mal, gibt es sogar ein Level-Up. Das ist gut. Das war doch vorhin Beauty Chain, gegen die ich verloren habe. Interessant, dass der Randomizer hier bei jedem neuen Betreten der Route die Pokémon ändert. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Finde ich schwierig. Na gut. Was für ein Geschenk er hier wohl finden will. Was haben wir hier? Ein Elixier. Circa 200 mit Entwicklung. Oh, krass. Wow, das kam mir beim ersten Durchspielen nicht so viel vor. Und Booster. Ist klar. Ich möchte gegen das Feuer-Unlicht-Pokémon mit meinem Eisgeist echt nicht kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Möchtest du gegen mich kämpfen? Willst du... Fies. Ich will nicht verlieren. Wow! Ja, Keldeo! Ist klar. Oh, shit. Doppelteam! Doppelteam! Oh, wie triffst du denn trotzdem mit dem Aqua-Chat noch? Oh je. Oh oh. Ich mache ihm echt nicht so viel Schaden. Das ist nicht nett. Aber er trifft mich zum Glück nicht mehr. Wenn jetzt noch Eissturm wäre, würde mich niemand jemals treffen. Ah. Okay, das ist echt cool. Das Keldeo war fies. Das war sehr krass. Wasser-Pokémon sind die Schwäche meines Teams. Meines Teams, das aus zwei Pokémon besteht. So, one-hitted. Die Fledermaus. Das will ich aber auch meinen. Okay. Was haben wir hier Schönes zum Heilen? Ich habe doch vorhin ein Wasser aufgehoben. Ja, Energiepowder. Das Wasser kommt mir zwar ein bisschen OP vor, das jetzt zu benutzen, aber... Wobei, guck mal, ich habe ja schon 40 KP. Das passt ja eigentlich. Speicherio. Wobei, ich kann ja mal quicksaven. Das geht, glaube ich, schneller. Oh. Oh. Warum schickt ihr ein Kind in eine Höhle, in der ein riesiger T-Rex rumläuft? Ich möchte den riesigen T-Rex eigentlich gerne haben. Ich mag das Ding. Das ist ein sehr feines Pokémon vom Design her. In Shiny ist es vor allem sehr fein. Das Blau ist sehr, sehr fein. Komm, oh shit. Okay, wir probieren noch ein Pokéball, aber wenn die weiterhin nur einmal wackeln... Okay, noch einen und dann lassen wir es, weil ich habe nicht unendlich viele Pokébälle. Und das ist halt ein bisschen arg OP. Nee, es möchte nicht. Es sagt nein. Na gut. Dann fangen wir dich wann anders. Ich komme eines Tages zurück und dann fange ich dich. Vielleicht. Was ist das? Muss ich da runterrutschen? Komme ich nie wieder hoch. Frostetier, wir bleiben hier für immer. So. Oh, ich kann da hochlaufen. Das ist aber seltsam. Bist du nicht ein bisschen jung, um mit Pokémon zu reisen? Nein. Also, ich glaube nicht. Erstmal Angriff gesenkt, dankeschön. Das ist sehr freundlich. Das Shiny habe ich mit 6 DV gebreedet. Sehr cool. Das ist richtig cool. Onix! Oh oh. Oh nix, das tut mir jetzt aber leid. Das ist eine traurige Geschichte. Icy Wind, okay, okay. Was macht das? Mhm, mhm. Ja, machen wir das dafür weg, würde ich sagen. So.
und Hitmontop. Okay. Ja, das, warte, das haben wir vorhin schon gesehen. Das ist keine Überraschung, ich habe schon mal fast besiegt. Ja, wie? Wie? Wie kann das sein? So, ich habe gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Immer weiter in die Höhle. Megania! Ich will nicht zu krass überleveln, deswegen lasse ich die Pokémon jetzt mal. Oh, das ist ein Item. Oh, ein Vati. Nein, danke. Okay, irgendeine Rüstung gefunden. Auch spannend. Oh, es ist klein und süß und pink. Nein, danke. Wieso kann ich die Leiter nicht seitlich benutzen? Miri, du bist so langsam. Du hast ja ewig gebraucht. Wer auch immer, ich denke, ich habe den seltenen Stein gefunden, von dem der Bürgermeister sprach. Hier. Okay. Er wird die Stadt nicht lebend verlassen. Mein Agent ist bereits vor Ort. Ich denke, deiner auch? Ja. Und, sie haben die stärksten Pokémon dabei. Du kannst dir sicher gehen, er wird tot sein, bevor er die Stadt verlässt. Sehr gut. Der Augur ekelt mich an. Er hätte wenigstens den ersten respektieren können. Den hätte ich wenigstens respektieren können. Aber dieser hier ist nur nutzlos. Er hat quasi die ganze, der ganzen Region eine Gehirnwäsche verpasst mit seiner Propaganda. Hast du gehört, wie unfassbar manches davon ist? Er wurde aus Feuer und Blitz geboren. Und er hat Xerneas geritten? Der Mann ist August seit einem Jahr und die Leute verehren ihn jetzt schon. Nun, wir müssen uns nach heute keine Sorgen mehr wegen ihm machen. Lass uns gehen. Ja gut. Miri, das waren Kultisten. Hast du gesagt, was sie gehört, was sie gesagt haben? Sie möchten einen Anschlag auf den Augo verüben, der heute kommt. Ich kann das nicht glauben, dass wir mitten in dem Ganzen sind. Wir müssen helfen. Der Mubot hat eine neue Lieblingszahl. Sie ist 26. Zuerst Todeshund mit 26 und ein Teufel auch noch mit 26. Macht ihr gut, Leute. Wie bekommt man denn das hin? Das ist interessant. Wir müssen den Augo warnen. Wir müssen uns beeilen. Der Augo ist vielleicht schon da. Los geht's. Also ich bin ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir den Augo warnen sollten. Der hört sich nicht nett an. Damien, Miri, ihr seid zu spät. Der Augo ist schon vor 5 Minuten angekommen. Er wartet auf euch zwei. Was? Miri, wir müssen uns beeilen. Der Augo könnte jederzeit angegriffen werden. Wie geht's dir, Frostedie? Wir gehen erstmal heilen, würde ich sagen. Wir gehen heilen. Vielleicht durch die Verzögerung passieren Dinge, aber das wäre so. Also, mit der Propaganda hört sich echt nicht so sympathisch an, muss ich sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Kultisten nicht vielleicht ein bisschen recht haben, ehrlich gesagt.